Hallo, in diesem Video möchte ich auf das Ergänzen eingehen. Und zwar findet man diesen Befehl hier. Man kann unterschiedlichste Profiltypen ergänzen. Das heißt, ich kann hier ein Normprofil, ein Typenprofil, ein Profil aus Skizze, dann weiter können auch Profile aus dem Katalog oder aus Logical und in Kombination mit Helios ergänzt werden. Im Grunde genommen finde ich diesen Befehl hier oben über die Ribbon oder wenn ich mehrere Profile ausgewählt habe, finde ich dies auch mit der rechten Maustaste. Das heißt, ich habe mir hier jetzt einfach mal diese Profile, an denen ich ein Profil ergänzen möchte, ausgewählt. Wenn ich auf eines dieser Profile gehe mit der rechten Maustaste, dann habe ich hier, so wie auch schon beim Austauschen, den Bereich Ergänzen. Ich wähle hier den Befehl aus, dass ich eine Baureihe aus dem Katalog ergänzen möchte. Das heißt, ich habe hier einen Anwenderkatalog, wo ich hier aus diesem System zum Beispiel einen Schraubkanal ergänzen möchte. Mit OK bestätige ich das und jetzt bekomme ich die Auswahl, wo soll die Bezugsachse des alten Profils, also des bestehenden Profils sein, das soll natürlich oben sein und das neue Profil soll die Achse unten haben. Mit OK wird mir hier dieses Profil eingebaut. Man sieht dies hier auch, dass ich hier an allen diesen Profilen einen Schraubkanal ergänzt habe. Ich kann natürlich dies auch weitermachen, das heißt, ich kann hier wieder hergehen und mir mein nächstes Profil auswählen und ich möchte hier gleich auch eine Pfostendichtung ergänzen. Dann ist hier wieder dasselbe Spiel, also oben Achse und unten Achse in diesem Beispiel und mit OK werden mir hier meine Pfostendichtungen auf die Profile gesetzt. So einfach kann man hier auf bestehenden Profilen weitere Profile erweitern. Man muss jedoch nur darauf achten, dass man hier die Zugehörigkeit in der Baugruppenstruktur beachtet, dass diese auch an die richtigen Baugruppen für die Werkstättenzeichnungen und Stücklisten gelangen.